Der Inhalt der Koalition ist ja nicht verkehrt. Allerdings sollte man den Inhalt dieses Antrages voraussetzen, wenn es um eine öffentlich-rechtliche Wohnungsbaugesellschaft geht. Dazu braucht man keine extra Resolution hier. Und klar ist, wenn es zu einem Bebauungsplan kommt, wo das Areal um die Rennbahnstraße 7 bis 17 Inhalt ist, dann stellt sich die Frage, stimmt man dem Bebauungsplan einer Blockrandbebauung zu? Denn es geht ja darum, eine Blockrandbebauung, wenn man zustimmt, heißt das, dass die Würfel gefallen sind und der Abriss quasi rechtens ist. Natürlich sind die Kriterien eines Abrisses eng gestrickt. Es handelt sich ja hier nicht um ein Gebäude, was unter Denkmalschutz steht. Allerdings, meine Vorredner haben es gesagt, ich habe es auch damals schon bei der Ortsbeiratssitzung in Niederfehr gesagt, dass ich es eine bodenlose Frechheit finde, dass die Nassauische in ihrem Anschreiben an die Mieter suggeriert, dass die Stadt Kassel in irgendeiner Weise von den Plänen Bescheid wusste, geschweige denn diesen Plänen im Vorfeld schon grünes Licht erteilt hat. Da muss irgendetwas in der Kommunikation zwischen Wohnstadt und hessischer und nassauischer Heimstätte schiefgelaufen sein. Und das wirft natürlich die Frage nach der Aufsichtspflicht der hessischen Landesregierung auf sich. Und wenn man gerade schon mal bei der Landesregierung will, vor allem Zusammenarbeit, Ihre Landeskoalition verweigert uns seit mittlerweile 5,5 Monaten eine Antwort auf eine schriftliche kleine Anfrage zum Kaufpreis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nimm es mir nicht übel, aber Ihr Redebeitrag fand ich gänzlich borniert. Und wir sind seit Monaten, alleine schon wegen der Prozedur des Mieterverfahrens, regelmäßig mit dem Vorstand des Deutschen Mieterbundes im Austausch. Der Deutsche Mieterbund stimmt uns in allen Fragen zu. Und ich bin ja richtig informiert, Sie sind ja seit März im Mieterbeirat. Überlegen Sie sich die Geschichte nochmal, lassen Sie sich das nochmal durch den Kopf gehen. Treten Sie doch lieber da zurück. Ja, meine Damen und Herren, es waren ja in der besagten Ortsbeiratssitzung in der Südstadt lediglich zwei Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung anwesend, der Kollege Müller und Martin Neuenwenigkeit. Interessant, und das möchte ich hier nochmal gerne an Sie herantragen, ist die Aussage der Geschäftsführung der Wohnstadt, dass der Kauf und der Kaufvertrag verknüpft ist, wenn das Areal rund um die Rembrandtstraße, also das Nachbarareal, mitbedacht wird. Ganzheitliches Quartiermanagement. Macht Sinn, ja. Jetzt müssen Sie mir aber auch Frau Alsammerei die Frage mal beantworten, warum dann ein Mieterverfahren? Die anderen Mieter, wir wissen ja nicht, wer es war, wer daran beteiligt war, wir wissen auch nicht, wie hoch das zweite Gebot war, haben doch überhaupt keinen Zugriff auf dieses Areal, das ist aber nur die Wohnstadt. Das müssen wir mal erklären. Und wissen Sie, solange die hessische Landesregierung unsere Fragen verweigert, traue ich dieser ganzen Geschichte schon mal von vornherein gar nicht. Und da stehe ich nicht alleine, sondern auch fachkundige Leute auf dem Deutschen Mieterbund. Und wissen Sie, Sie sind in der Landesregierung in der Koalition, Sie sind hier in Kassel in der Koalition. Das müssen Sie mit sich auch politisch vereinbaren. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann ist nämlich Schluss mit der Strategie, so zu tun, als hätten Sie mit gar nichts zu tun. Und der wird kommen, und der wird noch vor 2021 kommen.